Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal in den Spornfelsen-Jagdgebieten stehen geblieben und hatten am Ende der letzten Folge ja auch schon bereits mit dem Jagdgebiethüter hier geredet und er hatte uns davon berichtet, dass es sich hierbei um Tarnprüfungen handelt. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns erwartet. Wir hatten uns ja am Ende der letzten Folge auch schon die Quest dazu angeschaut, beziehungsweise die drei Einzelprüfungen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt, bevor wir hier die Prüfungen annehmen, noch einmal. So, schauen wir mal ganz kurz. Da haben wir die Jagdgebiete. Da sind die Spornfelsen-Jagdgebiete. Und da haben wir drei Prüfungen, wie in allen Jagdgebieten. Da haben wir hier eine Aufmerksamkeitsprüfung als erstes. Da heißt es, spüre Wächter auf und erledige sie lautlos. Dann haben wir eine Pirscher-Kill-Prüfung. Spüre Pirscher auf und erledige sie. Und dann haben wir noch eine Kistengeschick-Prüfung. Und da heißt es, erbeute Panzerwandererkisten. Okay, gut. Da haben wir... Für die Panzerwandererkistenprüfung haben wir tatsächlich nur 1 Minute und 5 Zeit, was ich ein bisschen schade finde, dass hier nicht beisteht, wie viel wir jeweils machen müssen. Nun gut, das werden wir wohl gleich rausfinden. Ich würde sagen, wir fangen mit der Aufmerksamkeitsprüfung an. Das heißt, wir gehen mal rüber zum Jagdgebiethüter und werden mal mit ihm reden. Beweise dein Können. Wähl eine Prüfung. Ja, wir haben uns ja schon entschieden, wir werden mit der Aufmerksamkeitsprüfung beginnen. Die Wächter der Herde greifen schnell an. Erledige sie aus der Tarnung heraus. Zeig, was du kannst. Okay, dann werden wir die Prüfung annehmen. Sehr schön. Rutsch ein Seil runter, um zu beginnen. Gut, da heißt es jetzt, spüre Wächter auf und erledige sie lautlos. Okay, also aus der Tarnung heraus, wie schon gesagt. Gut, das ist ja nun nicht unbedingt meins. Okay, da unten haben wir auch direkt einen Wächter. Gut, den markieren wir uns mal. Spüre Wächter auf. Also ich denke mal, wir müssen mehrere erledigen. Das ist jetzt leider keine Angabe dazu, wie viel wir machen müssen. Schauen wir mal, welches Seil wir hier am besten nehmen. Ich glaube, das führt uns hier relativ weit weg von dem da unten. Ich glaube, wir sollten vielleicht das hier direkt nehmen, das andere. Oh, hier ist noch eins. Okay, schauen wir mal, wo uns das hinbringen würde. Da unten ist auch ein Wächter. Ich glaube, das sieht auch nicht verkehrt aus. Gut, markieren wir uns den mal und nehmen mal das Seil hier. Mal schauen, ob das eine gute Wahl ist. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Menge Gras links. Das ist ganz gut. Uns hier gleich mal duckeln. Mal gucken, ob wir an den hier gleich rankommen. So, und jetzt heißt es, erledige Wächter durch stillen Schlag. Okay, da hat mir schon fast gedacht, dass wir einen stillen Schlag benutzen müssen. Mal sehen, ob wir an den rankommen. Der dreht uns den Rücken zu. Das könnte klappen. Nee, das war jetzt ein Schlag von oben. Okay, galt trotzdem. Okay, in Ordnung. Das ist gut. Das heißt, wir können uns auch von oben anpirschen. Und wir haben eine Falle von den Pirschern gefunden. Die hat aber nicht ausgelöst. Gut, der hat uns nicht bemerkt. Gut, die müssen wir jetzt nicht unbedingt unannehmbar haben. Oha, und wir müssen 4 Wächter tatsächlich machen mit einem stillen Schlag. Na, das wird ja lustig. Gut, also dann würde ich mal sagen, wir sollten die Prüfung erstmal schaffen. Und uns nicht von der Zeit irgendwie unter Druck setzen lassen. Ich möchte die erstmal nur mit einer Halbsonne abschließen, wenn es ja nicht anders geht. Auf jeden Fall abschließen ist wichtig. So, da vorne ist der andere Wächter, den wir markiert haben. Der ist wo hinter dem Felsen. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht auf den Felsen kommen und ihn von oben erledigen können. Mal sehen, ob das funktioniert. Der pirscht sich hier unten nämlich lang, der Wächter. Jetzt ist er gerade weggelaufen, leider. Mal sehen, ob er das mitkriegt, wenn wir hier runterspringen. Nee, scheinbar nicht. Das ist gut. Man hat uns offensichtlich noch nicht entdeckt und wir können den stillen Schlag ansetzen. Sehr schön. Der ist ausgeschaltet. Und jetzt müssen wir uns den nächsten Wächter suchen. Das ist ein bisschen ungünstig. Nun gut, wir suchen uns erstmal Deckung und schauen dann mal mit dem Fokus rum. Also, das machen wir jetzt in Ruhe und entspannt. Hauptsache, wir schaffen die Prüfung, würde ich sagen. So, hier drüben ist ein bisschen Gras. Dann werden wir uns, wie gesagt, hier erstmal verstecken. So, und uns mal mit dem Fokus umschauen. Da hinten läuft auf jeden Fall ein Wächter. Markieren wir uns den mal. Wir schauen mal rum, ob wir noch einen weiteren finden können. Nee, da sind Wildschweine. Also als Vorbereitung, glaube ich, auf die Prüfung sollte man direkt von oben, ja, sich die Wächter markieren. Ich glaube, das wäre besser, bevor die Zeit läuft. So, jetzt sind wir auch schon in der Silberzeit. Mal gucken, ob wir den Wächter da vorne kriegen können. Ich glaube, der hat uns noch nicht bemerkt. Wir schleichen uns mal vorsichtig an und können ihn ausschalten. Sehr schön. So. So, mal sehen. Jetzt haben wir noch knappe 45 Sekunden für den letzten. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Das wäre auf jeden Fall auch eine Sache. Vielleicht können wir uns den ja mit Steinen anlocken. Oh, der ist zu weit weg. Das ist nicht gut. Mal sehen, ob wir noch einen anderen in der Nähe haben. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr in der Zeit schaffen.
Wenn wir hier noch an dem Panzerwanderer vorbei müssen, das ist nicht so gut. Oh, sind wir direkt vor uns ein Panzerwanderer, das ist gar nicht gut. Aha, da drüben liegt eine Kiste von dem Panzerwanderer, das ist gut. Und da läuft einer tatsächlich, ich glaube, das ist ein Panzerwanderer ohne Kiste, das ist ja sehr interessant. Das sollten wir uns vielleicht für die Panzerwandererprüfung gleich mal merken. Da sollen wir die Kisten einsammeln, das kann helfen. So, wo ist denn jetzt der Wächter hin? Ah, direkt da vor uns. Noch 3 Sekunden, das wird nicht mehr, brauchen wir uns auch nicht beeilen. Das heißt, wir machen das ganz entspannt und in Ruhe. Das heißt, wir werden uns die Steine einstellen und uns den mal anlocken. Mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen. Oh, das hat er gehört. Er wird aufmerksam. Er kommt denn hier, beziehungsweise dahin, wo der Stein liegt. Dann soll er mal noch hierher kommen. So. Oh, mal gucken, ob das schon reicht. Nee, das war, glaube ich, noch nicht dicht genug. Dann soll er mal dahin gehen. Oh, der geht. Und jetzt wird mal rankommen. Genau. Und wir haben die Aufmerksamkeitsprüfung abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Ist jetzt leider nur die Bronzezeit sozusagen geworden. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, denke ich. Ja, die gibt ja eine bessere Waffe, wenn man mit den, ja, Glutsonnen, Halbsonnen, Vollsonnen, Vollsonnen, Vollsonnen sind die mittleren. Jetzt musste ich gerade erstmal überlegen. Denn der Panzerwanderer hat uns hier gesehen. Das ist auch nicht so wichtig. Da gehen wir mal lieber in die andere Richtung. Da ist der Jagdgebiet-Hüter, wir gehen mal zu dem zurück. Ja, gibt ja in Meridian von der Jägerloge wohl eine besondere Waffe, wenn man mit allen Sonnen einer Stufe dahin zurückkehrt. Hatten wir ja gelernt, beziehungsweise erfahren, als wir da waren. Aber kriegen wir wohl erstmal nur die Halbsonnengeschichte zusammen. Naja, gut. Aber wie gesagt, ich möchte mir sie erstmal anschauen. Wie ich auch bei den anderen Jagdprüfungen gesagt habe, ist ja so eine Sache, eine Übung und man muss wissen, wo die Gegner sind. Und wir haben das jetzt in 3 Minuten 29 abgeschlossen. War nicht die schlechteste Zeit, aber naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. So, reden wir mit dem Hüter und beenden die Prüfung. Es ist selten, dass jemand die Prüfung beim ersten Mal schafft. Nimm diese Halbsonne. Doch dies war erst der Anfang. Sehr schön, haben wir die abgeschlossen. Jetzt würde ich auch sagen, machen wir mit den Pirschern weiter. Nicht direkt mit der Kistengeschickprüfung. Und wie wir jetzt gesehen haben, da unten lag eine Kiste ohne, ja, ohne Panzerwanderer sozusagen rum. Das kann es natürlich einen Vorteil verschaffen. Das heißt, ich würde mich jetzt gerne nach den Pirschern erst einmal umsehen. Vielleicht können wir eine weitere Kiste finden. Dann können wir das vielleicht innerhalb dieser doch sehr knappen Zeit, die man für diese Kistengeschickprüfung braucht, schaffen. Also, starten wir mal die Pirscher-Kill-Prüfung. Pirscher haben viele Jäger besiegt, denen mehr an Kraft als Geduld lag. Mach diesen Fehler nicht. Wenn du bereit bist, bezwinge die Pirscher und du erhältst ein verdientes Abzeichen. Okay, dann werden wir die Prüfung mal annehmen. Verstanden. Fang an, indem du ein Seil runterrutschst. So, dann schauen wir mal. Wir sollen jetzt Pirscher aufspüren und sie erledigen. Da gibt es auch wieder nicht mehr Informationen dazu. Oh, wir haben einen Stufenanstieg. Wir haben gerade einen Fertigkeitenpunkt und 10. Okay. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, welche Stufe wir jetzt sind. Habe ich es gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich auf die Prüfung konzentriert. Wir schauen mal ganz kurz bei den Fertigkeiten rein. Ah ja, wir sind Stufe 30. Na, großartig. Sehr, sehr schön. Und wir haben wieder 2 Fertigkeitenpunkte. Gut, ich überlege gerade, ob uns das in irgendeiner Form jetzt hier gerade nützt. Wir haben den Lockruf. Na gut, da können wir natürlich Gegner anlocken, ohne dass wir Steine benutzen müssen. Das könnte hierfür tatsächlich günstig sein. Okay, wir schauen mal weiter. Was haben wir noch? Wir haben noch stille Landung. Ja, das kann uns hierbei eventuell auch helfen. Ja, schauen wir weiter. Unauffällig. Ja, das wäre natürlich etwas, das wir hierfür brauchen hätten können. Ja, aber da kommen wir nicht ran. Wir haben nur 2 Fertigkeitenpunkte. Um da jetzt ranzukommen, brauchen wir 3. Ja, also von daher würde ich auch sagen, das ist eine Prüfung, die ich hier mal so einschätze, dass man die erst mit einer höheren Stufe schaffen kann. Also auf jeden Fall mit den Glutsonnen. Okay, gut. Von daher würde ich sagen, wir lernen mal erstmal nichts, heben uns mal die Punkte auf, denn wir kommen jetzt nicht wirklich an etwas Sinnvolles meiner Meinung nach ran. Okay. Also, konzentrieren wir uns auf die Prüfung. So, aber wir freuen uns erstmal, dass wir einen weiteren Stufenanstieg hatten und jetzt wirklich mal Stufe 30 sind. So, jetzt sollen wir Pirscher aufspüren. So, die Wächter sind auch wieder da. Gut, da ist schon Pirscher, großartig. Nehmen wir mal die Erfahrung von eben und markieren uns den schon mal. Da unten ist ein weiterer Wächter. Schauen wir mal, ob wir einen weiteren Pirscher schon mal entdecken können, wenn sie nicht getarnt sind. Und da haben wir da hinten, das ist ein Panzerwanderer.
Und bin gespannt, wie viel wir machen müssen. Nun gut, wir müssen ja die Prüfung auch erstmal kennenlernen. Wenn der hier unten ist, würde ich sagen, wir nehmen wieder dieses Seil, rutschen mal runter und da ist ja auch ein bisschen Gras, wo wir uns verstecken können. So, aha, hier ist keins. Okay, da drüben ist aber welches. Das heißt, wir gehen mal darüber und wir sollen zwei Pirsche erledigen. Einfach nur erledigen, also nicht lautlos, davon war nicht die Rede. Okay, gut, da drüben ist ein. Da ist einer. Sehen wir die mal aus der Nähe. Das sind offensichtlich etwas andere Pirscher. Das ist ja sehr interessant. Die sind nicht gleich, getarnt. So, von daher würde ich sagen, vielleicht versuchen wir das mal mit dem Sprengdraht. Oh, ich hoffe, das funktioniert. So, wir würde mal sagen, wir spannen mal hier so ein paar Drähte. Mal sehen, ob wir die... Okay, da war jetzt weit weg etwas. Gut, spannen wir mal zwei direkt nebeneinander. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Oh. Jetzt ist der natürlich nach da hinten gelaufen. Das ist natürlich ganz toll. Wir bauen hier die Fallen auf und der rennt weg. Na, mal sehen, ob wir den hierher gelockt kriegen. Okay, also hier ist nur ein Pirscher, den man erledigen kann. Wenn man den natürlich gleichzeitig kriegen könnte, wäre das natürlich besser. Moment mal, hat der hier vielleicht gerade... Nee, das ist unsere Falle. Ah, okay, ich glaube, wir haben den jetzt angelockt damit. Wenn wir hier seine Fallen aktivieren oder seine Bomben, die er hinterlassen hat. Mal sehen, wir verstecken uns mal hier. Ich hoffe, der kommt jetzt... Ja, jetzt kommt der Ethan wieder. Und ich glaube, den hat es auch direkt ausgeschaltet. Na, großartig. Das war nicht allzu schwierig. Einen haben wir. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen beeilen und den zweiten machen. Der ist direkt einer neben uns. Mal gucken, ob wir den jetzt mit den Drähten kriegen können. Und wir haben auf jeden Fall hier ein bisschen Spannung. So, wir schalten den Wächter aus. Okay, wir haben haufenweise Wächter neben uns. Erledigen wir erstmal die Wächter. Oha. Und wo ist jetzt der Pirscher hin? So, der liegt. Wir gehen mal kurz beiseite, wollte ich sagen. Wir nehmen mal kurz einen Trank. Das reicht erstmal. Und wo ist jetzt hier der... Aha, das ist nur der Wächter. Wir würden uns aber auf den Pirscher konzentrieren. So, jetzt haben wir leider die Prüfung nicht geschafft. Weil wir uns leider auf die Wächter konzentrieren mussten. Gut, das ist aber auch interessant zu wissen, dass die dann gleich mit in den Kampf einsteigen. Aber ist auch egal. So, also die beste Zeit kriegen wir nicht mehr. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Mal sehen, ob wir den jetzt kriegen können. Oh. So. Und dann da noch mit. Ah, jetzt rennt er weg. Das ist nicht nett von ihm. Mal sehen, ob wir ihm jetzt mit dem gehärteten Feuer noch beikommen können. Und da ist er, glaube ich, ausgeschaltet. Und wir haben es mit einer Silberprüfung, glaube ich, abgeschlossen. Mit einer Vollsonne. Na gut, okay, das war jetzt nicht sauber und von wem Tarnung. Gut, aber es war auf jeden Fall unangenehm, dass die Wächter sich hier eingemischt haben. Oh ja, egal. Wir haben aber noch gerade noch einen Eisschutz-CWB gefunden, sehr nett. Oh ja, okay, das war ja ganz spannend hier. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, wir nehmen mal ganz kurz was aus dem Medizinbeutel. Wir packen mal die überzähligen Drähte hier wieder ein. Das muss ja nicht sein. So, ach, hier haben wir noch eine heilende Wildblut. Das kommt natürlich wie gerufen. Sehr, sehr schön. So, das war die Sache auf jeden Fall erstmal hier mit den Pirschern. Wir schauen uns mal an, was der Wächter hier noch dabei hat. Ein Maschinenkern klein, eine Maschinenausbeuterkiste, das ist sehr nett. Ja, also das war jetzt hier ein bisschen wild. So war das nicht gedacht. Nun gut. So, Wächterherz eingesteckt. Ja, wenn man die gleichzeitig machen könnte, wäre das natürlich ganz interessant. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gucken uns mal ganz kurz noch hier in dem Gebiet um. Ob wir vielleicht hier noch Panzerwanderer erspähen können. Da sind Panzerwanderer. Da liegt auch tatsächlich noch eine Kiste am Boden. Das ist sehr interessant. Gut. Und das heißt, hier gibt es mindestens zwei Kisten, die man so einsammeln kann. Gut, dann würde ich sagen, das sollten wir auf jeden Fall gleich bei der Prüfung denn benutzen. Oder dieses Wissen nutzen. So, oh, hier haben wir eine alte... was ist denn das schon wieder? Ein Panzer? Ja, am Felsen, wer weiß. Oder vielleicht ist das ein Flakgeschütz, was mal hier irgendwie stand. Wer weiß. So, wo ist denn jetzt hier der Aufgang zu dem Jagdgebiet-Hüter gewesen? Hier ist der. Schlecht zu sehen gewesen gerade. So, gehen wir mal hoch. Und berichten ihm mal davon, dass wir die Pirsche erledigt haben. So. Da ist er auch schon wieder. Mal sehen, was er sagt. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Aber Talent allein wird nicht ausreichen. Bemühe dich um eine Glutsonne. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal in der Zukunft probieren. Also, ich denke, die Pirscherprüfung hier ist die einfachste von denen.
Das war auf jeden Fall jetzt hier kein Problem. Also wenn man die beiden zusammen hier rangerufen bekommt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes die Kistengeschickprüfung an. Panzerwanderer hüten ihre Ladung mit ihrem Leben. Bei dieser Prüfung musst du in kurzer Zeit 4 ihrer Behälter plündern. Oha, 4 Stück, das ist eine Menge. Gut, dann werden wir mal die Prüfung annehmen, weiß ich nicht, wie man das in einer Minute schaffen soll. Naja gut, wir versuchen sie erst einmal abzuschließen, das ist erstmal das Wichtigste. Gut, also nehmen wir mal die Prüfung an. In Ordnung, die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutschst. Gut, so, dann würde ich mal sagen, wir suchen uns mal ein Seil aus, wo wir möglichst dicht da rankommen. Ich glaube, die beiden sind es nicht. Ich glaube, wir vergucken mal uns das andere Seil hier an. Runterlaufen darf man ja nicht. Da kommt man relativ weit rein ins Gebiet und da vorne sind auch definitiv Panzerwanderer zu sehen. Ja, mal sehen, ob wir da auch die eine, ja, eine der Kisten haben, die am Boden liegt. Schauen wir uns das mal an. So, und wie wir dann vielleicht an die andere Kiste rankommen. Ja, da vorne ist eine Kiste, die am Boden liegt und ein Panzerwanderer ohne. Ohne Kiste. Vielleicht sollten wir die schocken. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, mal den Schockdraht einzusetzen. Wir werden mal hier einen Schockdraht spannen. So, ich hoffe, das hilft. Mal sehen, was passiert. Wir nehmen auf jeden Fall die Kiste schon mal mit. So. Und mal gucken, ob wir dem was abschlagen können. Okay, der liegt am Boden. So, aber wir haben noch keine Kiste abgeschlagen von ihm. Jetzt ist die Kiste abgeschlagen. Okay, aber wir sollten auf jeden Fall mal was aus dem Medizinbeutel nehmen. Und über den Wächter erledigen, der hier ist neben uns. Oha. Er liegt auf jeden Fall am Boden. Und dann haben wir hier noch einen Wächter. Und wir haben unheimlich viel Aufmerksamkeit erregt. Also das ist auf jeden Fall nicht der Ansatz, den man wählen sollte. So viel steht fest. Und wir nehmen mal was aus dem Medizinbeutel. So, das war jetzt hier keine schöne Sache. So, wir haben den Panzerwanderer neben uns. Oh, der liegt am Boden. Ah, jetzt liegt er am Boden. Mal sehen, ob wir den ausschalten können. Oha, total geblendet hier. Das ist nicht gut. Okay. Und der liegt wieder am Boden. Kritischen Treffer ansetzen. Und wir müssen mal rauskriegen, wie wir die am besten machen. Oh, ich glaube, wir haben die Kiste zerstört. Kann das sein? Sieht fast so aus. Erstmal ausschalten hier und nicht sterben dabei. Und jetzt sollten wir noch den Wächter ausschalten. Oha, nee, wir sollten auf jeden Fall erstmal aus dem Medizinbeutel nehmen. So viel steht fest. So, noch ein Wächter hier. Okay, wir kriegen wieder also mit den Wächtern zu tun. Das ist ein bisschen unangenehm hier. So, da haben wir noch einen Panzerwanderer ohne Kiste. Und also ich glaube, die muss man ganz anders angehen, die Prüfung, wenn ich mir das hier so angucke. Wir haben nämlich keine Kiste, die wir einsammeln können, würde ich mal behaupten. Mal sehen, ob wir jetzt hier irgendwas kriegen können. Und wir haben noch einen Bursche neben uns. Na großartig. Ich glaube, wir sollten uns mal zurückziehen, weil so wird das hier nicht. So, das haben wir auf jeden Fall gesehen, dass das so nicht funktioniert. So. Okay, also der hat sich nicht wirklich schocken lassen. Wir konnten nicht wirklich wann abschlagen. Das war meine Hoffnung. So, wir ducken uns mal. Dann würde ich sagen, ist das ein Fall dafür, dass wir uns hier erst einmal ausruhen. Wir nehmen einen, einen Gesundheitstrank. Und ich glaube, wir verabschieden uns. Ne, wir probieren das noch aus. Wir werden nämlich mal, ich glaube, unsere Waffe verwechseln und einen Abrissbogen anlegen. Wir haben uns ja besorgt und von daher wäre das jetzt wohl die Gelegenheit dafür. Wir schauen mal ganz kurz. Genau, wir hatten uns den Schatten-Scharfschussbogen besorgt und den auf Abriss optimiert. Also würde ich sagen, den legen wir mal dahin, wo unser Kaja-Kriegsbogen liegt. So. Und dann versuchen wir den mal dafür zu nutzen und einfach mal ein bisschen was abzuschießen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Ich hoffe, die haben jetzt hier aufgehört, nach uns zu suchen. Okay, die stehen jetzt hier direkt neben uns. Können wir jetzt mit einem stillen Schlag ausschalten. Und wir warten mal, bis sich die Situation beruhigt. So, ich glaube, das ist besser. Oder wir schalten mal vielleicht mal ein mit einem stillen Schlag aus. Und gucken, ob wir bemerkt werden von den anderen. Nee, nicht wirklich. Sehr schön. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, die verziehen sich wieder. Sehr schön. Wir nehmen mal ein bisschen was aus dem Medizinbeutel. Und dann werden wir mal unseren Bogen ausprobieren. Wir schauen mal, da müssen wir auf jeden Fall erstmal Pfeile machen. So, wo haben wir sie denn da? Oben haben wir. Wir haben hier Zersprengerpfeile. Aha, wir haben was Neues. Okay, gut. Da müssen wir dann wohl auch erstmal den Beutel vergrößern. Wir haben Präzisionspfeile.
Und der Zersprengerfall, der hat definitiv einen sehr hohen Wert bei Abriss von 180. Und hier haben wir noch einen Beutefall mit einem Abriss von 90. Das klingt auch nicht verkehrt. Machen wir uns die mal. Ich glaube, das ist eine Gelegenheit, wenn wir diesen Bogen ausprobieren. So, nehmen wir doch mal diesen Zersprengerpfeil. Mal gucken, da hinten sind auf jeden Fall zwei Panzerwanderer. Mal sehen, ob wir... Aha, das sieht ja sehr interessant aus. Die Nacht wird wahrscheinlich noch länger. Okay, das wird abgefallen. Und da fällt die Kiste runter. Das ist ja sehr interessant. Aha, der lädt ein bisschen nach und die Kiste ist runtergefallen. Und es liegt tatsächlich da hinten eine Kiste am Boden. Na, das ist ja großartig. Na, mal sehen, ob wir da jetzt rankommen können. Ja, wie gesagt, ich möchte erstmal ausprobieren, wie das hier funktioniert. So, da liegen auf jeden Fall zwei von diesen Kisten runter. Also, wir haben das richtig gemacht. Das ist auf jeden Fall der bessere Bogen dafür. Ja, wir sollen ja rausfinden, wie das funktioniert. Genau, das haben wir jetzt gerade gemacht. So, jetzt haben wir noch entspannte 16 Minuten, um an die Kisten zu kommen. Mal sehen, wir müssen uns mit denen ja nicht beschäftigen. Ein bisschen schlecht hier gerade mit der Sicht. So, die laufen an uns vorbei. Können wir denen eigentlich auch einen stillen Schlag verpassen? Aha, der hat ja interessanterweise wieder eine Kiste auf dem Rücken. Das finde ich gar nicht gut. Mal sehen, was der dazu sagt. Oh, jetzt hat er den Pfeil. Mal gucken, was passiert. Wir gehen uns aber zwischenzeitlich schon mal die Kiste holen. Deswegen sind wir ja schließlich hier. Oh, hier liegt noch eine Kiste. Oh, oh, nicht die Metallscheiben einsammeln. Wir wollen die Kiste einsammeln und wir mal beiseite. Und fallen wir nicht irgendwie vom Felsen oder so. So, da liegt... Nee, die Kiste haben wir wohl schon eingesammelt. Nur wir ignorieren die einfach mal. Das ist ja nicht die Aufgabe, sie zu töten. So, hat der jetzt wieder die Kiste auf dem Rücken? Ja. Dann würde ich sagen, wir probieren jetzt nochmal mit dem Pfeil. Oha, jetzt sind wir ein bisschen geblendet hier. Das ist nicht schön. Und das hatten wir ja eben schon mal. Mal sehen, ob wir die wieder loswerden. Nee, also den Pirscher werden wir jedenfalls nicht los. So, der liegt aber auf jeden Fall erstmal am Boden. Und wir brauchen dringend bald auch einen Medizinbeutel. Oh, der ist leer. Das ist nicht gut. Okay, der ist nicht leer. Okay. So, wo ist jetzt die Kiste? Wir haben da hier eine Kiste jetzt gerade abgeschlagen. So, das heißt, die sammeln wir mal ein. So, wir haben die Prüfung abgeschlossen. Na, sehr schön. Gut, wir wissen jetzt, dass wir das anders angehen hätten müssen. Und dass das eigentlich ja kein Problem ist. Okay, wir werden uns jetzt erstmal hier verabschieden. Das muss ja nicht sein. Wir haben die Prüfung schließlich geschafft. So, ein bisschen wild hier. Meine Güte, wir werden so kein Punching Ball. So, wir haben nochmal was aus dem Medizinbeutel genommen. Also, das war jetzt hier keine schöne Prüfung. Definitiv nicht. Oh, schon wieder so ein Wächter. Nee, das ist kein Wächter. Das ist, glaube ich, der Pirscher. Ich glaube, der ist nicht ausgeschaltet. Oh, wir sind gleich tot, wenn wir nicht aufpassen. So, wir nehmen mal was aus dem Gesundheitstrank. Oh, das war ja nicht so schön. So, was haben wir denn noch an Pfeilen hier drin? Nur normale Pfeile. Okay, normale Jägerpfeile. Die brauchen wir jetzt hier aber eigentlich nicht. Wir wollen aber mal noch den... Na, dann machen wir das hier noch fertig mit denen. Das kann ja nicht sein, dass die uns angreifen. So, das ist aber keine schöne Sache hier. Also, ungünstig hier Lände hier. Muss man ja auch mal sagen. So, und wir haben hier noch einen Pirscher stehen. Mal sehen. Oh, jetzt hat er uns gehauen. Mal sehen, ob wir den zu Boden bringen können. Das hat geklappt. So, mal gucken, ob wir da noch einen schönen kritischen Treffer einsetzen können. Nee, leider nicht. Aber er liegt schon wieder am Boden. Also der starke Schlag, den wir verbessert haben beim letzten Mal, mit dem letzten Stufenanstieg, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, wir haben erstmal wieder Ruhe. Das war ja ein bisschen knapp eben. Na gut, war auf jeden Fall ein bisschen spannend dadurch. So, das war auf jeden Fall nicht das, wie man das machen sollte. Auf jeden Fall haben wir gelernt, dass der Bogen recht gut dafür geeignet ist. So, und wir sind jetzt, oh oh, wir sind jetzt all unsere Vorräte aus dem Medizinbeutel los. Das heißt, wir werden erstmal keine weitere Prüfung machen. Oha, und wir werden beschossen. So, jetzt müssen wir erstmal einen Weg zu dem Biotopie-Tüter finden. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ja, komplett die Orientierung verloren, Yang. Wir sollten uns mal irgendwie entfernen und uns erstmal ein bisschen Gras suchen zum Verstecken. So. Aha, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir müssen da lang. Jut. So ein bisschen woanders jetzt, glaube ich. Na, großartig. So, das hat nicht ganz so geklappt, wie gedacht, aber es hat geklappt. Und wir haben die Prüfung auf jeden Fall abgeschlossen. Allerdings, wenn ich jetzt aufgepasst habe, nur mit einer Halbsonne. So, wir haben erstmal Ruhe und wir nehmen auf jeden Fall nochmal einen Trank, denn unser HP sah ziemlich schlecht aus. Aha, hier sind wir. Meine Güte, also hier ist jetzt gerade wirklich völlig die Orientierung flöten gegangen. So, aber wir haben es erstmal geschafft und dieser Bogen ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant dafür. Ne, wo ist denn jetzt, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Aha, wir müssen nach Norden. Mal großartig. Aha, wir müssen da lang. Da sind die Seile. Jetzt ist die Orientierung wieder da. So, wir müssen mal hier irgendwo hochklettern können. Ganz genau. So, nee, nicht hier. Da muss es sein.
Das muss die Stelle sein, genau. Sehr schön. Und wir haben mit überlebt. Das ist erstmal das Wichtige. Sehr schön. Jo, das war jetzt keine Bilderbuchaktion hier. Definitiv nicht, aber sie hat Spaß gemacht. Oh, war wenigstens mal spannend. So, wir reden mal mit dem Jagdgebiethüter. Es ist selten, dass jemand die Prüfung beim ersten Mal schafft. Nimm diese Halbsonne. Doch dies war erst der Anfang. Gut, haben wir die auch abgeschlossen, die Kistengeschickprüfung. Und wir haben einen Satz vollständig Halbsonnen. Na, da bin ich ja erstaunt. Ach ja, okay. Wir haben eine Satzbelohnung noch zusätzlich erhalten. Das haben wir bisher noch gar nicht gesehen, sowas. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal von ihm als erstes. Im Moment bin ich an Prüfungen nicht interessiert. Dann warte ich. Okay, gut. Ich würde sagen, wir nutzen mal ganz kurz das Lagerfeuer und speichern erst einmal. So viel Zeit muss sein. Und dann würde ich mal sagen, wir sollten uns erst einmal die Belohnungskisten anschauen. So, gucken wir mal ins Inventar, gucken uns die Schatzkisten an, die wir gefunden haben. Mal gucken, ob wir jetzt auch unsere Rohstoffvorratskiste hier mal öffnen können. Nee. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Gratis rumgeht's. Da ist, glaube ich, bloß ein Stein drin. Hier ist eine Schockfalle drin. Hier haben wir Steine drin. Okay, gut, nehmen wir mal die neuen. So, fangen wir mal erst mit der Maschinenausbeuterkiste an. Da haben wir etwas Draht. Nehmen wir den mal mit. Dann haben wir hier eine Scherbenspielkiste, die ist schon geöffnet. Die wollen wir uns nicht nochmal angucken. Da müssten dann auch nochmal Stein. Ah ja, einmal Stein können wir rausnehmen. Aha, ist das sehr interessant. Das war es, weswegen ich auch hier zuerst in die Rohstoffvorratskiste geguckt habe. Weil wir haben ja Steine verbraucht. Hätte jetzt eigentlich sein können. Man kann wohl wirklich so viel rausnehmen. Ja, wie leer, also wie uns fehlen offensichtlich. Merkwürdig. Okay, wir schauen mal weiter. Wir fangen mal mit den Halbsonnen an. Da haben wir eine mal 21 Metallscherben und 2 Lohe. Und dann haben wir hier nochmal 18 Metallscherben und 3x Kühlsaft. Dann haben wir hier bei der Vollsonnenkiste 36 Metallscherben und 5x Lohe. Und bei der Halbsonnenbelohnungskiste, also für dieses komplette Set, da bekommen wir nochmal 20 Metallscherben, einen Maschinenkernklein, eine Plündererlinse und eine Waffenspule für Feuerschaden. Okay, gut. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Bogen mal auszuprobieren. Und dieser Pfeil ist sehr interessant. Und ich würde auch sagen, wir sollten uns bei der Gelegenheit, wenn wir jetzt schon hier sind, gleich mal anschauen. Aha, hier ist ein Ausrufezeichen bei der Tragkapazität. Ich denke, genau. Wir können den Scharfschussbogenköcher direkt vergrößern. Schauen wir mal, was wir da brauchen. 5 Metallscherben, 10 Reihenholz und ein Metallgefäß. Na, das ist ja nun gar kein Problem. So, und wir können gleich noch das Upgrade 2 machen. Mit 20 Metallscherben, einmal Waschbärenknochen und 5x reichhaltigem Fleisch. So, und wir können gleich noch das Upgrade 3 machen. Na, großartig. Mit 125 Metallscherben, einer Waschbärenhaut und einmal Truthahnknochen haben wir alles im Inventar. Und wir brauchen für das Upgrade 4 tatsächlich nur noch eine Kaninchenhaut. Nur, das sollte sich doch machen lassen. Gut, sehr schön, haben wir das auch schon vorangetrieben. Das ging ja ganz gut. So, ne, sieht doch ganz gut aus hier mit denen. Wir haben hier beim Scharfschussbogen schon das dritte Upgrade. Wir haben beim Outfitbeutel das Upgrade 3 noch zu machen. Und beim Waffenbeutel haben wir das Upgrade 4. Das heißt, wir brauchen Kaninchenhäute. Hier brauchen wir Fischgräten und hier brauchen wir auch Kaninchenhäute. Also wir müssen also Kaninchen und Fische uns suchen. So viel steht fest. Gut, hätten wir das. So, und wir brauchen jetzt definitiv Heilkräuter. Daher würde ich auch sagen, wir werden jetzt nicht nochmal runtergehen und nochmal die Pirscherprüfung oder so versuchen. Das wäre jetzt auf jeden Fall die, von der ich sagen würde, die wäre auf jeden Fall am einfachsten zu schaffen. Und das sah eben nicht so gut aus mit der Kistenprüfung. Die ist definitiv die schwierigste. Aber mit diesem Bogen, glaube, das lässt sich ganz gut machen. Da liegen 2 Kisten rum, die einfach eingesammelt werden können. Und wenn man dann, wie eben mit dem, ich weiß es gar nicht, wie er hieß, dann muss man ganz kurz nochmal ins Inventar schauen, der neue Bogen hier, der Schatten-Scharfschussbogen, wenn man da direkt mit der entsprechenden Munition, also diesen explodierenden Pfeilen, die dann mit 180 Abriss hier arbeitet, im Moment bei uns durch das Aufgewertete, da gleich 2 Kisten abschießt, also sollte die Prüfung tatsächlich in einer Minute und 5, ja, möglicherweise schaffbar sein. Also darf man sich wirklich bloß drauf konzentrieren, die Kisten einzusammeln. Oh, gut, okay. So, jetzt würde ich sagen, wir haben gerade ein paar Gesundheitstränke verbraucht. Mal gucken, ob der Händler welche im Angebot hat. So, da haben wir das.
Da haben wir auf jeden Fall ein paar Gesundheitstränke. Da brauchen wir Zünder und Draht für und Metallscherben. Würde ich sagen, wir werden uns davon noch mal ein paar kaufen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 3 momentan. 12 können wir machen. Beziehungsweise 12 können wir im Inventar haben. Wir kaufen mal ein paar ein. Haben wir wenigstens mal ein bisschen Verwendung dafür. Ja, würde ich sagen, machen wir mal 10 wieder. Ja, das sollte reichen. Können wir noch vielleicht, wenn wir noch irgendwo ein paar Banditen treffen, die so einsammeln. Gut, das war auf jeden Fall ganz nett hier, die Geschichte mit dem Jagdgebiet. Das brauche ich später noch. Genau, die brauchen wir definitiv. So, das war das also, wie gesagt, hier mit dem Jagdgebieten der Spornfelsen. So, dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich mal orientieren. Ich würde sagen, wir sind noch nicht ganz voll. Wir sollten gleich mal einen dieser Tränke, die wir jetzt gerade gekauft haben, auch benutzen, wenn wir schon nichts mehr Medizinbeutel haben. So, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Ja, hier haben wir noch die Quest offen, natürlich für die Jägerloge, hier Glutsonnen zu kriegen, also die höchsten. Und hier hinten haben wir Langbeine. Da hinten haben wir, Sturmvögel oder Grauhabicht. Und da hinten ist eine Metallblume und da ist auch eine Metallblume. Da sind Sägezähne. Gut, ich würde mal sagen, wir sollten uns mal nach Norden bewegen, zu dem nächsten Lagerfeuer. Und glaube, das sollte sich noch ausgehen, wenn wir das jetzt machen. Also, wenn wir mal das Jagdgebiet in Richtung Norden, wie gesagt, verlassen. Ja, hoffe ich mal, dass wir jetzt da den... das Lagerfeuer noch erreichen können, ohne dass uns irgendwas unterwegs passiert. Mal sehen, ob wir noch ein paar Kräuter einsammeln können. Das wäre jetzt ganz doll und nötig. So, wir haben erstmal eins gefunden. Das ist schon mal gut. Und hier haben wir noch eine Heine Wildblut. Sehr schön. Großartig. Ja, verlassen wir das Jagdgebiet erstmal. Das kann man sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen gehen. So, davon haben wir auch einen Wegstein. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Da geht es zum Meridian-Dorf. Das war jetzt nicht allzu schwer zu erraten. Oder vielmehr, das wissen wir ja eigentlich. Ich staune nur, dass hier schon der Stein steht. Ist ja doch noch ein Stückchen hin. Und da müssen wir ja auf jeden Fall auch hin zurückkehren. Wir haben schließlich mit Vernunft noch eine, na sagen wir mal, Rechnung offen. Ja, eigentlich haben wir mit dem wirklich eine Rechnung offen. Das ist nicht nur so von ungefähr. Da vorne haben wir Langbeine. Langbeine müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich hoffe, die können wir umgehen. Oh, wir haben wieder das Areal entdeckt. Mal gucken, ob wir hier dran vorbeikommen, ohne dass wir mit denen jetzt was machen müssen. Wir haben auf jeden Fall das Lagerfeuer hier entdeckt. Das finde ich schon mal sehr gut. Da ist es auch schon. Und wir haben bei der Gelegenheit auch gleich noch ein paar Kräuter eingesammelt. Und die sehen uns. Ich staune ja. Wir gehen mal hier drüben ins Gras. Mal sehen, ob die unsere Spur wieder verlieren. So, ich finde ja etwas sehr merkwürdig, dass die so dicht neben dem Lagerfeuer sich aufhalten. Na gut. Okay. Ist das halt so, können wir jetzt auch nicht ändern. Aber wir haben das Lagerfeuer auf jeden Fall gefunden. Wir werden uns mal vorsichtig an das Lagerfeuer anschleichen und das mal benutzen. So, hätten wir das. Sehr schön. Gut, und dann gehen wir mal wieder rüber ins Gras. Und dann würde ich nämlich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Dann geht's hier. Ja, ich denke mal, wir werden uns dann beim nächsten Mal ein neues Ziel suchen. Ja, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter mit der versteckten Aloy. Und dann hoffe ich, seid ihr auch wieder mit dabei, wenn wir hier Horizon Zero Dawn weiterspielen. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.